Wisst ihr, was es ist? Ja. Es ist eine Rolle seitwärts. Du gehst ganz links ran. Gesundheit. Ja. Gehst dann einen Schritt nach rechts und machst dann eine Rolle nach links. Tja, ganz genau. Und dann bist du drüben. Oh, her damit. Alles rein. Ab in den Beutel. Fjapschnetz. Ja, das sind ja schon wieder 281 Schuss. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Ja, das geht. So, was mache ich jetzt? Hier wollte ich jetzt nur noch mal kurz die Munition holen, ne? Ja, wie geht's jetzt weiter? Was habe ich noch für einen Schlüssel? Den goldenen Schlüssel. Sollte ich mir vielleicht noch mal meine Aufnahme anschauen, ob ich da irgendwo an einem goldenen Tor vorbei bin. Ich habe jetzt da nicht auf dem Schirm gehabt. So, wie geht's jetzt weiter? Da haben wir wieder die Kreaturen, wie sie im Hintergrund schreien. Oh, haben wir auch schon einige jetzt hier erlegt. Aber so richtig weitergekommen bin ich auch noch nicht. Oh Gott. Goldenen Schlüsselhammer. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich weitermache. Wir haben den goldenen Schlüssel. Aber mir fehlt doch noch ein silberner Schlüssel. Ja, natürlich. Ach, ich gehe jetzt mal hier runter. Guck ich noch mal hier drüben. Es ist ja hier noch die zweite silberne Tür zu, ne? Hier bei der Treppe. Hatte ich das schon probiert? Das ist doch zu weit hier. Ja, da komme ich nicht hin. Oh, was ist denn jetzt? Ich habe aber jetzt hier schon fast alle Türen offen. Und mir fehlt noch ein Schlüssel oder was? Das gibt's doch jetzt nicht, ey. Wenigstens ist es mal wieder still. Jetzt können wir da wieder das Wasser ablassen. Oh, ich gehe jetzt mal hier hoch. Was ist denn jetzt hier? Wo liegt der zweite silberne Schlüssel? Also hier dahinter, ne? Da ging es ja irgendwie rein. Aber da kommst du nicht hin. Ne. Ne, da ist nichts. Oh, schöner Ausblick hier. Jetzt hat man da drüben die zwei Türen. In der linken rostigen Tür war Pierre, die Munition, die Krokodile. Was hatte man eigentlich in den Raum mit den Krokodilen noch gefunden? Da ist man ja dann eigentlich nur unten irgendwo wieder rausgekommen, oder? Bist du dabei die Stachel gelandet? Und ja, dann da unten irgendwo rausgeschwommen, ne? Ja. Ja, und das ist der Ausgang, wo wir den goldenen Schlüssel gefunden haben. Ist denn jetzt eigentlich hier noch? Ist jetzt hier auf der Seite noch? Lara hat eben den Würfel hier angepackt. Was ist denn jetzt hier los? Hier scheint es weiterzugehen. Ja, das ist mal ganz klassisch ein Würfel und den kann man nur reinschieben. Oh, da geht's rum. Wo bin ich denn jetzt? Also, da steht schon. Nee, ne, das ist ein Geheimnis. Was ist denn jetzt hier? Bestimmt gleich wieder ein Tier. Da oben ist ein Balkon. Ja, und jetzt? Was ist denn jetzt hier? Was soll's denn da jetzt? Ach, da gehst du hier über die Schräge. Ach so.
Wie mache ich denn das jetzt rückwärts, oder? Und dann einmal nach vorne. Ach, da liegt Munition. Ja, hervorragend. Ha. Her damit. Nehmen wir alles mit. Oh, da haben wir ja wieder gut Munition jetzt. So, was ist jetzt hier? Hier liegt noch mehr. Ein Medi. Ja, da haben wir doch das schon wieder rein, was wir gerade gebraucht haben. Und nochmal Munition. Ich fasse es nicht. Was war denn jetzt hier los? Da ist hier noch ein Versteck. Das war doch jetzt das dritte, oder? Tja, fantastisch. Hier ist noch ein Geheimnis. Ach, ne, Moment mal. Natürlich, wir haben doch ganz am Anfang von hier hinten ein Medipack durch die Wand schimmern sehen. Da war das hier. Alles klar. Ja, das fetzt. Ha. Also das kann man ja auch super leicht übersehen hier, das Geheimnis. Also da hätte ich mich wahrscheinlich im Nachhinein nochmal gefragt, wenn ich mir die Sache dann nochmal im Nachhinein angeschaut hätte hier, wo das Medipack hier ist. Anfangs habe ich ja noch gedacht, okay, das liegt dann wahrscheinlich hier hinter der silbernen Tür. Oh, hier ist ja noch mal eine schöne Topfpflanze. Naja, die ist schon umgeknickt. Also an Wasser fehlt es denen hier auf jeden Fall mal nicht. Da kannst du hier den Würfel schieben, ich fasse es nicht. Ha, super. Oh, da haben wir wieder fast 400 Schuss, ey. Da lachen wir ebenso trocken 100 Schuss in dem Raum. Klasse. Ja, aber nu, jetzt komme ich ja immer noch nicht weiter. Das war ja jetzt hier ein Versteck, da ging es ja gar nicht weiter. Ach Mensch, jetzt muss ich schon kurz nachdenken. Uns fehlt der zweite silberne Schlüssel hier. Ne? Ach Mensch, was mache ich denn jetzt? No. Ja, ist nicht. Ach Mann. Aber hier geht es definitiv dann weiter nachher. Aber ich befürchte ja jetzt hier das dritte Versteck. Also groß wie das hier ist, da habe ich doch bestimmt schon wieder mindestens eins oder zwei übersehen, Mensch. Ja. Wie finde ich den zweiten Schlüssel? Wo soll der bitte schön sein? Ja, heißt es wohl nochmal rein. Guck ich jetzt hier unten nochmal mich um. Also hier geradezu, was war hier geradezu? Hier ging es links rum. Ja, und dann hier hoch. Da waren die zwei Ratten. Da geht es nicht weiter. Da hat man sich mit dem Hebel hier den Rückweg eröffnet. Und dann ging es eben hier noch rum. Ja. Ging es hier nochmal rum und nochmal rum. Dann wieder raus. Also da habe ich mich jetzt schon das zweite Mal verschwommen. Hier war doch noch irgendwo ein Gang. Oder? Ich sollte mal wieder Luft holen. Ach ja, der ging hier geradezu, der Gang. Ja, ich hole erstmal Luft. Puh. Ja, hier lagen Munition und auch Medipacks. Schwimme ich hier nochmal geradezu oder bin ich da jetzt hergekommen? Ach nee, das war das Gitter hier. Ja, da kommst du hier raus, wo ich dann jetzt nicht hochkomme. Aber wo geht es denn hier hin? Da müssten wir ja dann von hier reinlaufen, oder nicht? Ach, das ist hier. Alles klar. Jetzt hab ich's, glaube ich. Habt ihr's auch? Wir müssen das Wasser ablassen. Das ist das hier, wo wir von der Krokodile-Kombo. Pierre dahinter. An Peters Platz. Uns aufgelauert hat. Alles klar. Das Wasser ablassen. Und da hinten liegt noch der Schlüssel, ja. Da wird das jetzt dann unser silberner Schlüssel sein, oder? Also ich hoffe es mal. Also ich glaube, ich weiß, wie es weitergeht. Also wir tauchen jetzt hier nochmal zurück. Lassen das Wasser ab. Und gehen dann anschließend nochmal in den Raum mit den Affen, wo die Munition da noch lag. Wo
man mit der Seitwärtsrolle hinkommt. Und dann turnen wir nämlich in den Raum rein, ohne dass Wasser ist, und dann kommen wir da hoch. Wo es ja dann noch um die Ecke ging. Also ich hoffe mal, dass es das dann jetzt ist. Also, Plan 1. Oder besser, Punkt 1. Wasser ablassen. Ja. Punkt 2. Zum verrosteten Gitter links. Da kommen wir ja jetzt hin, indem wir... Oh, jetzt muss ich da nochmal ganz rüber turnen, oder? Ach nee, nicht von hier, von da drüben. Ach ja, wo wir auch schon den Schlüssel gefunden haben. Aber da bin ich nicht nochmal rein. Warum eigentlich nicht? Oh nee, die Rennerei. Also das kann man doch schneller machen. Aber na gut. Also hier nochmal. Ach Gott, nee. Das ist keine gute Idee. Das würde nur weh tun. So, das hatten wir jetzt auch schon mal. So, hier nochmal drüber. Geht wahrscheinlich auch ohne Anlauf. Ich mach nochmal mit und fliege hinten runter. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es bald. Jetzt komme ich bald weiter. Ich muss mir selbst mal hier Mut zusprechen. Möglichst nicht die Knochen brechen. So, so ein weiter Sprung. Jetzt müssen wir hier nochmal hochturnen. Ja, auf jeden Fall. Ach, das war ohne. Festhalten. So, nochmal zurück, nochmal vor und nochmal. So, dann mal hier rüber. Ja. So. Das war bestimmt wieder einiges liegen hier, aber wir müssen jetzt mal hier weiterkommen. Raus aus dem Keller hier. Und da komme ich jetzt von dem Raum darüber. Also nochmal die Podeste hier rüber turnen. Achso, jetzt war das hier mit abrutschen. Wenigstens sind mal jetzt hier die Krokodile weg. Also das eine hat mich ja wirklich voll erwischt. Ja. Ja, und jetzt hier nochmal hoch. Ach so, hätte ich flüchten müssen. Oh, dann hätte es auch gepasst. Oh, Mensch. So, jetzt hier hoch. Vorne nochmal bei die Stacheln aufpassen. Die unverletzt hinter uns lassen. Ich hoffe, dann bin ich auch mal bald durch hier. Ja. Da stauchen wir uns noch mal einen Zeh. Ja, jetzt hier nochmal irgendwie durch, ohne abzuschmieren. Das sind wir ja jetzt hier so schräg rüber gesprungen. Ach, na warte mal. Das Podest geht ja hier auch noch um die Ecke hier links. Da können wir bestimmt auch von hier an. Hoffentlich reicht das. Ach Mensch, das hätte ich auch alles anders machen können. Da habe ich mir vorher noch die Munition da oben geholt, ne? Hab dann festgestellt, okay, Wasser rauslassen und dann wieder hierher zurückzukommen. Also da hätte ich die Munition erst im Anschluss holen sollen. Ach Mensch, da habe ich wieder alles in der falschen Reihenfolge gemacht. Das mache ich ja ohnehin. Hab ich so den Eindruck, da hätte ich nochmal Zeit sparen können. Ach, ich gehe jetzt doch mal so hier. Oder vielleicht mal F5, oder? Ich probiere es jetzt einfach mal.